Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play The Sims 4 zu unseren Paranormalen. Guckt euch das mal an, sie sind rot. Rot ist bestimmt nicht gut. Play. Und die haben Angst davor, wir sollten sie beschützen. Hallo? Mal gucken, ob es auch so eine Geisterjägerfähigkeit gibt oder sowas. Oder nur so eine Mediumfähigkeit. Geist beobachten, Seele anbieten. Oh Gott, nur ein kleines Stückchen deiner Seele. Schließlich wächst das nach, nicht wahr? Versuchen zu kommunizieren. Versuch du bitte auch mal mit ihm zu kommunizieren. Nicht plaudern. Oh nein, er macht Feuer! Oha! Vorsichtig, Leute! Machen wir nochmal die Wand wieder hoch. Das will ich doch sehen. Was? Oh, guck mal, sie redet mit ihm. Und er kommt nicht raus. Hallo, du. Na, Anissa, konntest du irgendwie was bewerkstelligen? Versuchen zu kommunizieren. Hallo, herzlich willkommen in unserem Geisterhaus. Wenn Sie nach links gucken, sind die Geister. Wenn Sie nach rechts gucken, sind die Geister. Gehören die zum Begrüßungskomitee? Warum bist du traurig? Pure Melancholie. Weil sie mit der Hingeschiedenen... Ja, gut, das kann ich verstehen. Hat er es geschafft? Nee, er ist immer noch lila. Rot. Versuchen zu kommunizieren. Wir werden ihm nicht unsere Seele anbieten. Ich glaube, das sollten wir eindeutig lassen. Weil er weiterspielt. Das geht dabei seine... Nein. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben Beziehungen mit denen? Nein. Wir können nichts. Das ist toll. Neutraler Ruf. Oh ja. Gleich ins Minus gegangen. Dann mach dich mal wieder ein bisschen... Hallo, kommt herein. Herzlich willkommen hier in unserem Spukhaus. Wir, würde ich auch sagen... Vielleicht das nächste Mal. Warum kommt ihr uns denn besuchen und wollt da nicht zu uns? Geht da nicht weg, Leute. Hallo, wir sind nett. Warum geht ihr denn? Wir sind doch nett. Gibt es irgendwie hier irgendwas Neues? Was man... Bestellungen Web. Recherchieren. Anmachsprüche. Gartenarbeit. Im Internet surfen. Du bist der Sammler und du bist das Computerhören, ne? Was ist denn hier? 5 Stunden Programmieren üben. Das können wir doch mal erfüllen. Programmieren üben. Und du? Mit dir gehen wir jetzt mal auf den Kleiderschrank und machen Outfits planen. Das hatten wir ja letztes Mal vergessen. Aber heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich war letztes Mal ein wenig gehext. Hektisch. Siehst du, einfach mit ihm sprechen? Und ist der Fernseher falsch rum? Oh, 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 wir haben den Fernseher falsch rum gemacht. Flups, hallo. Okay, da ist der Tisch. So. Wir müssen doch das Geld wieder loswerden. Outfitsplan. Hallo, geh da rein. Was habe ich denn da mit dem Klo gemacht? Ich habe mir richtig Mühe gegeben bei der Erstausstattung. So, du liebstes Spiel. Was hast du denn noch kleidertechnisch für uns? Hast du vielleicht, upsi-dupsi, noch einen vorgefertigten Look für uns? Outfit Nummer 2. Vorgefertigten Look sieht nicht so aus. Oh doch! Oh! Oh, Schnieke! Oh, sogar 2. Oh. Dann nehmen wir den, ne? So. Ja. Männlich Abendkleidung. Abendkleidung. Da gibt es wahrscheinlich nichts Neues, wirklich. Ja, der ist schick. Sportkleidung. Flups. Hier nehmen wir das. Das mag ich sehr gerne. Und 1 und 2. Schuhe. Richtige Schuhe, Schuhe. Ja, ist doch schick. Sportkleidung, Nachtwäsche, ohne die Schuhe, Ausgekleidung, Gott nein. Newton, nein. Ja, komm, schick. Badekleidung, ohne Hemd. Haben wir eine Hose. Heißes Wetter, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ziehen wir dir denn da an?
so eine... Ja. Der Hut muss weg, Maus. Der Hut muss weg. Kaltes Wetter? Okay. Ja, wie finden wir das? Das ist Schnieke. Supi, dann die nächste bitte. Anisha, wir können auch mal gucken, ob es bei dir irgendwie so einen vorgefertigten Look gibt. Übersinnlich extra. I like it. Im Bann des Boho. Das ist süß. Das ist schön. Okay. So kombiniert gefällt es mir doch ganz gut. Und du auch. Im Bann des Bohos. Ja. Sehr, sehr schön. Abendkleidung. Ja, es ist ein Hochzeitskleid, Maus, ne? Ja, das ist doch süß. Nur die Farbe, die müssen wir ändern. Schön. Sportkleidung. Eine Hose. Und das Oberteil sieht schrecklich aus. So. Nachtwäsche. Ja. Ausgekleidung. Ja, das ist doch gut. Guck mal, mit dem Piercing und... Das gefällt mir. Toll, Spiel. Hast du gut gemacht. Brauchen wir nochmal die passende Bekleidung. So. Finde ich auch süß, Spiel. Finde ich nicht süß, Spiel. Nein. Diese Brille, die muss weg. Ups. Den darfst du... Oh, ist auch weg. Okay, dann darfst du ihn nicht behalten, den Nasenpiercing. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie was... dramatisch Neues drin, so. Dann finde ich die Hose Scheibenhonig. Gib mir eine neue Hose. Was Enges. Die sind ja schon oben so angezogen. Dann kriegen wir noch die Schuhe in hell. Und dann haben wir es geschafft. Dann, mein lieber Lukas, hast du jetzt die Chance... Was ist das? Ach, Kuchen. Im Aufräumen. Hast du jetzt die Chance, hier... mit den Dahingeschiedenen zu kommunizieren. Und ich pack mal das Früchtebrot in den Kühlschrank. Warum ist denn hier mal das Licht aus? Ätzend, einschalten. Achso, es geht immer nur in dem Licht an, in dem Raum an, in dem man ist. Oh, es ist ja dunkel. Dann hat er nämlich auch die Medium-Fähigkeit erworben. Und du? Du bist am Programmieren. Du sollst nämlich 5 Stunden lang programmieren. Wie geht's euch denn? Ach, super. Die sehen doch toll aus, die beiden. Spooky Kreis. Also. Hast du kein eigenes Leben? Du verschwendest deine und meine Zeit. Klasse. Super, danke schön. Wütend. Vielleicht bräuchten wir hier in der Familie irgendwie so einen Teekocher. Der uns bei, ein bisschen bei den Stimmungen helfen kann. Ja, aber senks. Das ist so cool. Was machst du? Gehst du hin? Hallo? Gehst einfach nur raus, weil es schneit? Was war denn das, was man hier hat? Mit diesem Spukhaus. Was ist, wer ist denn der Geist? Guidrei. Wer ist der Schatz? Müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall bis nachts warten? Sei mutig. Sie sind hinter dir her. Ah, okay, sie ist hinter dir. Dann kaufen wir schon mal nochmal einen Tee, wenn wir hier sind. Das habe ich ja wunderschön eingerichtet, okay. Wir haben ja Platz in der Küche. Wir haben ja Platz. Huch. 1 und 2. Dann haben wir eine Kücheninsel. Ich nehme meinen Lieblingsmülleimer, der mir Geld gibt, weil ich was wegschmeiße. Kühlschrank. Wir haben doch auch hier so einen altertümlicheren Kühlschrank. Dann brauche ich nur noch einen Herd. Gib mir das da. Herd. So.
So. Wollen wir eine Theke? Nein, ne, wir wollen keine Theke. Küchengeräte. Wir brauchen unbedingt eine Eismaschine und einen Teemacher. Dann ist auch schon wieder alles voll. Komm, wir nehmen noch einen Geschirrspüler, weil wir es können. Flups. Brauchen wir nicht mehr abspülen. Teekocher. Deko. Ein bisschen Dekoration. Passend zu dem... Das Magie-Set passt da bestimmt auch gut noch mit rein. Oh, lecker, lecker Desserts. Milchglas-Raumteiler. Es gibt ja manchmal so Sachen, ne, die sehe ich zum manchmal so zum gefühlten ersten Mal. Aha. Warte, ich will abbrechen. Dann will ich Objekte filtern. Ich möchte Packs. Ich möchte... Nein, ja. Wow. Oh, wie süß, eine Kuhpflanze. Ah, oh, die finde ich toll. Guck mal, eine große Pflanze. Dann kommt hier der Müll hin. Und auf den Kühlschrank geht nichts. Warum geht denn nichts auf den Kühlschrank? Stellen wir hier nochmal eine Pflanze mit hin, lassen hier eine runterhängen und stellen auf den Tisch eine mit drauf. So. Guck mal, die Kristallkugel. Die helfende Hand. Horus-Statue. Die Scherenschnitte. Bilder. Vorhänge. Ach, guck mal. Guck mal, wir machen einfach, wir nehmen einfach das Fenster und schieben es woanders hin. Hallo? Nein, geht nicht. Okay. Guck doch nicht. Lampen. Das finde ich hübsch. Das Glücksbringer-Makramee. Da war ich doch schon. Sonst irgendwie was? Tee-Tablett. Guck mal, wir könnten hier so ein, irgendwie so ein Tisch hinstellen. Und dann da ein paar Sachen draufstellen. Zum Beispiel. Ist das nicht aus Sims 2? Das ist eine meiner Lieblingssachen aus Sims 2. Die Hand. Und dich. Und nichts mehr. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Teppich. Oh, der ist so klein. Warum bist du denn so klein, Teppich? Ich dachte so voll der schöne Teppich, aber nein. Dreh dich. Oh, warum bist du nicht größer? Mann. Wir werden doch irgendwie so einen runden Teppich haben, der da drunter passt. Irgendwas Rundes. Wird doch bitte da drunter passen. Das passt drunter. Haben wir es aber auch in den richtigen Farben. War das gerade blau? Blau ist gut. Blau ist doch schön. Sieht zwar nicht so toll aus, aber besser als so ein Tier, ne? Ja, ist ja eher so ein Kinderteppich und so ist es nicht rund. Das will ich nicht. Ich will was Rundes. Der ist schön, oder? Ist der schöner? Oder ist der schöner? Das machen wir mal so wieder. Dann machen wir... Und der? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Sehr schön. Der ist nicht so schön. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Dann bleibt es wohl bei dem und dann kommt hier in die Ecke nochmal eine ganz normale Pflanze. Auf einen kleinen Tisch. Oder so. Nicht eine Theke, kleiner Tisch hätte ich gerne. Kleiner Tisch.
Kleiner Tisch. Irgendwie sowas hier. Ja, oder sowas. Ist zwar kein kleiner Tisch. Weiß gar nicht, warum es auf alles so blau ist. Ich möchte gar nicht so viel blau. Pflanzen über Pflanzen. Das ist schön magisch. Ne? Man braucht als Hexe braucht man viele Pflanzen. Oder als Mensch, der mit den Übersinnlichen kommuniziert. Du kommst hier hin. Und. Ah, die sind ja so süß. So. Ach, du bist zu groß. Du bist auch zu groß. Gibt's doch hier nicht. Ist doch nicht so einfach, ne? Den finde ich schön. Den Bonsai. Dann haben wir schon mal die Küche ein bisschen schöner eingerichtet als vorher. Ja, und dann können wir hier mit einem kleinen Sheet vielleicht noch ein paar Sachen hinmachen. Was ist das? Das von draußen. Das gefällt uns doch tausendmal besser. Du nicht schon wieder. Streiche mich von deiner Liste. Ist mir egal. Üb weiter. Los. Zeremonie. Nein. Mit den Dahingeschiedenen kommunizieren. Und du sollst bitte weiter programmieren üben. Programmieren üben. Programmieren. Du schaffst das. Und ich möchte, dass du. Oh, du musst mal Pipi machen gehen. Dass du hier vielleicht Stufe 2 erhältst. Sonst nichts? Können wir unsere Mediumfähigkeit nicht erhöhen? Müssen wir immer diese Seance-Kiste machen? Ich möchte das Haus runtersetzen. Ist mir zu hoch. Die Wände sind mir viel zu hoch. Da werde ich wahnsinnig drin. Jetzt haben wir natürlich alle Lampen verkauft, oder? Nee, haben wir nicht. Gut. Aber die Fenster haben wir verkauft. Dann brauchen wir nochmal neue Fenster. Haben wir toll gemacht. Ach, guck mal, es gibt neue. Ach so, es ist, das wusste ich. Das Schneeparadies. Habe ich noch nicht drauf gedrückt. Was nehmen wir denn hier? Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. So welcher hier. Wie sieht denn das Haus von draußen aus? Ach, guck mal hier. Wir nehmen doch die. Ey. Ups. Vielleicht sollten wir einfach die nehmen, die überall anders auch sind. So. So. Da kommt, glaube ich, die Haustür hin. So. Flupsi. Dann brauchen wir nochmal eine Haustür. Die sind nämlich auch verschwunden, unsere Haustüren. Juhu. Nein. 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 Wie soll man denn da reinkommen? Darf Friesen nicht überschreiten. Was für Friesen? Was für Friesen? Das da, ne? Aha. Nehmen wir die hier. Ja. Dann kommen hier die Friesen auch weg. Plumps. So. Friesenrahmen. Wie geht das? Da war doch etwas. Sind die Fenster alle ein bisschen zu niedrig? Ach, guck mal, hier ist doch auch so einer. Warum habe ich die denn nicht genommen? Oh. Sekunde. Ich will die. Die finde ich viel schöner. So, so. Und alle wieder weg. Halt, stopp. Ich will das anders. So. Entfernen, 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 entfernen. Die haben es weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und jetzt wird hier. So.
Ahahaha, die dürfen alle ihre Friesen nicht überstreichen oder überstreiten oder wie. Das ist ja toll. Toll. Weg damit. Nächster Versuch. Sehr gut. Sehr schön. Ja, besser. Sehr doch, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Hier müssen sie auch nochmal weg, die Dinger. Da müssen sie auch nochmal die weg. Kann nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gebe, das Haus schön einzurichten. So. Ich entferne hier sogar die Friesen für euch, damit wir ein schönes Fenster machen können. Ganz schön nett von mir. Hust, hust. Weg damit. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Gut. Dann fragen wir uns, ob wir den Friesensachen wieder rankriegen. Ja. Warum? Warum kann man nicht einfach es einfacher für uns machen und diesen Friesenrahmen erlauben? Warum? So. Geh da wieder rein. So. Popo. Dann würde ich erstmal sagen, das hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Und dann sehen wir uns für die nächste Nacht in der nächsten, also für die erste Nacht in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, danke schön, dass ihr dabei wart. Und wir haben die Türen schon wieder entfernt. Schaltet wieder ein. Bis dann, tschüss.